Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf deinem Wall Street Story TV. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar das Leben als Trader in Dubai. Und bevor wir darauf eingehen, muss ich vielleicht erstmal etwas klarstellen. Und zwar die meisten Leute dort draußen denken jetzt wahrscheinlich, boah, das Ganze ist so unfassbar kompliziert. Und das ist ja auch nicht verwerflich, weil genau so hatte ich damals auch gedacht, als ich diesen Step noch nicht gemacht habe. Ich kann dir jetzt aber im Nachgang kann ich dir sagen, dass das Ganze gar nicht so schwer ist, wie man vermeintlich denken mag. Und genau deswegen werden wir uns heute mal diesem Thema widmen, um dem einen oder anderen vielleicht auch die Sorge zu diesem Thema zu nehmen, mal nach Dubai auszuwandern, auch mit seinem Trading-Skill hier davon extrem gut leben zu können. Und würde jetzt direkt lieber an den Dominik weitergeben mit dem ersten Punkt. Was brauchen wir denn eigentlich, wenn wir als Trader in Dubai ansässig sein wollen? Ich glaube, das Erste, was du brauchst, sind Cojones. Also eigentlich muss die, das Wichtigste ist eigentlich... Habe ich nicht mitgerechnet, aber ja, er hat recht. Weil, ich meine wirklich, ich glaube, die schwierigste Herausforderung, klar, die finanzielle Grundlage sollte da sein, aber ich glaube, das Allerschwierigste ist halt einfach vom Kopf her, sich bereit zu machen und zu sagen, ich bin bereit auszuwandern oder das Ganze in einem anderen Land zu machen, das vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil für mich bietet. Ich weiß aber, dieses Video soll eher um die, ich sag mal, um diese ganzen formalen Sachen gehen und vielleicht über das Thema können wir nochmal später sprechen. Aber ganz klar, wo fängst du an? Punkt 1, du musst vielleicht erstmal die finanzielle Grundausrüstung mitbringen. Und was ich persönlich empfehlen würde, ist Punkt 1, du brauchst vielleicht etwas Rücklagen, um halt erstmal diese ganzen Kosten, die anstehen, um die erstmal bewerkstelligen zu können und im besten Fall dann durch dein Trading, und mittlerweile gibt es ja durch diese Prop-Firmen elegante Möglichkeiten, brauchst du einen Cashflow, das heißt eine Einkommensquelle, die dir hier auch dein Kapital liefert. Deswegen, vielleicht können wir da, bevor wir anfangen mit Kosten, mit Firma, mit Versicherung, vielleicht können wir einfach mal brainstormen und sagen, was glaubst du, mit welchem Betrag kannst du hier nach Dubai kommen, erspart und monatliche Einnahmen, um zu überleben? Ja, auf jeden Fall. Also zu überleben, das ist ein ganz, ganz anderer Stich oder ein anderes Stichwort, als wirklich hier zu leben. Genau. Aber um wirklich zu überleben, es geht halt unfassbar günstig. Und das meinen die meisten, also das wissen die meisten gar nicht. Ja. Man muss dann natürlich brutal in seinem Lifestyle einstecken, definitiv. Also europäischen Standard kann man dann vergessen. Ich würde sagen, wenn du bereits 2000 Euro im Monat verdienst, dann kannst du hier auf jeden Fall überleben. Das wird nicht geil sein, aber es ist definitiv machbar. Und das auf jeden Fall dazu. Und ansonsten, was du mitbringen solltest. Jetzt gehen wir vielleicht schon in Richtung Kosten. Klar, macht Sinn. Im besten Falle halt schon mal eine Jahresmiete, weil wenn du halt hier im Voraus zahlst, dann bist du auf jeden Fall deutlich günstiger unterwegs. Ja. Das heißt, sagen wir mal, als Jahresmiete, du fängst relativ günstig an, 10.000 bis 15.000 Euro im Jahr, die du direkt zur Verfügung haben solltest. Darüber hinaus brauchst du noch ein Visum und brauchst noch eine eigene Company. Auch da würde ich jetzt nur mal grob um die 10.000 Euro ansetzen. Das bedeutet einfach nur mal, um hierher zu kommen, einen Wohnsitz zu haben und dann darüber hinaus halt alles hier anmelden zu können, schon so um die 25, im besten Fall 30.000 Euro, damit du erstmal so auf der sicheren Seite bist. Wie sieht es bei dir aus? Ja. Kannst du das bestätigen oder siehst du das leicht anders? Eigentlich kann ich das genauso bestätigen. Also würdest du sagen, dass du mit 2.000 Euro Einkommen so gesehen pro Monat, wenn du damit so mehr oder weniger kalkulieren kannst, dass du die laufenden Kosten damit decken kannst, ne? Ja. Das meinst du, ja. Ich würde auch sagen, also ich würde sogar sagen, wenn du so ein bisschen außerhalb von Dubai gehst, viele verbinden mit Dubai immer diese Skyscraper und Downtown, Burj Khalifa. Je weiter du rausgehst, desto günstiger wird es. Und darüber werden wir nochmal ein ganz eigenes Video machen. Ich würde sogar noch eine Ecke extremer gehen und sagen, so wie wir am Anfang gelebt haben, wir haben uns die Miete geteilt und wir haben extrem geringe Kosten gehabt. Deswegen kannst du vielleicht sogar mit laufenden Kosten 1.200 bis 1.500 Euro überleben, weil deine Miete runtergerechnet pro Monat vielleicht sogar irgendwas mit 500 Euro, 600 Euro kosten kann. Aber wie gesagt, darauf kommen wir in einem separaten Video noch zu sprechen. Was du an Ersparnis mitbringen solltest, ich glaube, du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst, weil es kommt die Jahresmiete, wenn du eine Miete ein Jahr im Voraus bezahlen kannst, zahlst du deutlich weniger, vielleicht so 20-30% weniger. Ansonsten, wenn du das auf monatlicher Basis zahlst, wird das Ganze deutlich teurer. Deswegen bin ich komplett bei dir. Was kostet so ein Studio-Apartment hier irgendwo, nicht direkt im Zentrum, sondern so minimal außerhalb, 40.000 Dirham oder sowas, 50.000 Dirham? Genau, ja. Da bist du halt bei deinen 10.000 bis 15.000 Euro.
Dann kommt Versicherung und die ist hier sehr, sehr günstig, wenn du dich selber versicherst, wenn du halt deine eigene Company hast. Das heißt, da sprechen wir von 200 bis 300 Euro im Jahr, was dann aber halt auch bedeutet, das ist hier in Netzwerken gegliedert, ebenfalls ein Thema für ein eigenes Video. Visum kostet, ich glaube, 2000 Euro, ne, ein Dreijahresvisum, ja, was du dann mit der Company verbinden kannst und die Company eröffnen, genau, um die 8.000 bis 10.000 Euro. Ich glaube, von den Kosten her passt das perfekt. Also zusammengefasst, 25.000 Euro circa, wenn du die als Grundlage mitbringst, dann hast du eine sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass du ein Jahr deine ersten Kosten decken kannst. Safe. Und dann, wenn du es schaffst, 1.000 Euro plus im Monat zu erwirtschaften, dann kannst du hier auf jeden Fall auch überleben. So, ja, ne? Das würde ich auch sagen. Großer Vorteil ist hier natürlich. Und Dubai wird immer als das Steuerparadies bezeichnet. Ich bin aber nicht der Freund davon zu sagen, du musst hier hinkommen, um Steuern zu sparen. Du kannst hier auch hinkommen, um dich schneller aufzubauen, weil du hier natürlich auch durch die 0% Einkommensteuer dein Trading nicht versteuern musst. Du musst deine Firma eröffnen und deine Firma kostet einmal jährlich diese Lizenzgebühr und die musst du entsprechend in jedem neuen Jahr auch wieder erneuern. Und die Kosten sind nicht so hoch wie die ursprüngliche Eröffnung. Safe, ja. Aber kosten trotzdem, ich glaube, je nachdem, wenn du so ein ganz günstiges Business-Setup wählst und das ist entsprechend abhängig von deiner Aktivität. Aber das Klassische ist, du kommst als Trader nach Dubai, du willst eine Firma eröffnen, das heißt, du eröffnest eine Firma als irgendwas, von mir aus Digital Creator oder halt irgendwie Digital Entrepreneur. Marketing ist eigentlich die günstigste Lizenz. Ja, okay. Ja. Dann irgendwas Günstiges, weil deine Trading-Einnahmen, wir können privat laufen. Also deine gesamten Trading-Einnahmen sind zum Stand jetzt noch absolut privat, zumindest unseres Wissens nach. Ja, wir wollen hier keine Beratung machen, aber unseres Wissens nach sind alle deine Trading-Einnahmen komplett unversteuert und die brauchen auch keine Business-Aktivität. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn du Geld einsammeln möchtest, wenn du wirklich Fonds verwalten möchtest. Copy-Trading ist da halt wie immer dieser Grauzone, genauso wie Deutschland halt auch. Aber wenn du halt einen richtigen Fonds eröffnen möchtest, dann gibt es hier DIFC, Dubai International Financial Center und das ist quasi so dieses Finanzorgan hier in Dubai und da brauchst du eine Lizenz, um Funds zu verwalten. Safe, safe. Jetzt wollte ich aber noch ein bisschen darauf hinausgehen, dass es halt eigentlich nicht kompliziert ist. Das heißt, keep it simple. Ich will euch jetzt hier einmal kurz zusammenfassen, was es braucht, um hierher zu kommen. Ja, du brauchst erstmal den Willen, ganz klar. Darüber hinaus, wenn du herkommst, brauchst du jemanden, der sich entweder für dich um deine Company kümmert oder du machst das alleine, sparst dadurch logischerweise ein bisschen Geld. Aber ich glaube, gerade der einfachere Schritt ist, wenn sich jemand dafür dich schlau macht oder das für dich gründet, dann sind das ca. 10.000 Euro, die dafür fällig werden. Weitere 10.000 Euro für deine Miete, dann hast du das schon mal abgedeckt. Dann natürlich darüber hinaus musst du ein bisschen was an Geld verdienen halt auch. Aber jetzt nur um hierher zu kommen, brauchst du nichts weiter als eine Company. Darüber, wie gesagt, haben wir gesprochen, 10.000 Euro und du brauchst eine Wohnung und das war's halt schon. Genau. Das war's halt schon. Und wenn man jetzt nochmal, oder ich will diesen Komplikationsfaktor halt so weit wie es geht zurücksetzen, dass es so einfach wie möglich für dich ist, weil es ist im Grunde genommen einfach. Wenn du dann diesen Schritt gemacht hast, meldest du dich in Deutschland ab, bist dann dort auch nicht mehr steuerpflichtig und dann bist du schon hier. Dann bist du schon hier, hast eine gute Basis für deine Zukunft gelegt und kurz, das nächste Thema, worauf ich eingehen möchte, sind Thema Vorteile. Was sind die großen Vorteile als Trader in Dubai? Kurz und knapp gesagt. Das ist geil. Punkt 1, Steuern. Punkt 2 würde ich sagen, das Wetter. Und hier haben wir 3 Monate schlechtes Wetter in Form von zu heiß, aber 9 Monate gutes Wetter. Warum ist das Wetter ein großer Vorteil? Weil deine Hormone, weil deine Vitamine, weil dein Lebensgefühl ein ganz anderes ist. Du gehst halt an einem schlechten Trading-Tag, gehst du halt vor die Tür und du wirst mit Sonne, mit Meer, mit Freiheit, Fröhlichkeit so ein bisschen begegnet, wenn ich das nur so sagen darf. Und das macht viel mit dir in deiner 100%. Performance. Das heißt also die Wette und Gesundheit. Vielleicht auch das Netzwerk, weil du hier nicht alleine bist. Was wären für dich Vorteile oder wie siehst du diese Vorteile, die ich genannt habe? 100%, alles richtig. Also Wetter 100%. Darüber hinaus halt das Mindset und das Netzwerk, was einhergeht. Das heißt, alles in Dubai erinnert dich immer nur an den Wachstum. 100%, egal wo du hingehst. Die Leute sind hier in der Regel nicht um Urlaub. Also klar, ein paar Leute machen Urlaub, aber die Leute, die hier leben, sind halt nicht hier, um einfach, ja, ich will ein Standardleben, sondern jeder möchte mehr haben. Ja, ja. Und dementsprechend kannst du hier unfassbar geil netzwerken, hast Leute mit gleichgesinnten Mindset, die dich dann wiederum pushen können oder ihr euch gegenseitig pushen könnt. Und ja,
Thema Steuern hattest du genannt, Wetter, Netzwerk, Mindset. Ich glaube, das sind so die ganz, ganz großen Vorteile. Und darüber hinaus sogar ein Lebensstandard, den, wo ich jetzt sagen kann, ich bin schon viel auf der Welt gereist, den wirst du nirgendwo auf der Welt finden. Ich bin eher dazu geneigt zu sagen, Dubai ist der Place to be. Es gibt, was Service angeht, was Lebensqualität angeht, keinen besseren Ort. Und das sage ich dir nicht, weil ich hier lebe, sondern das sage ich dir aus Erfahrung, weil ich mir schon vieles auf der Welt halt auch angeschaut habe. Ja, du hast halt wirklich schon viele, viele Orte auch gesehen. Vor allem auch vermeintliche Orte, wo man halt dachte, da ist es krass oder da ist es geil. Wie zum Beispiel, jetzt sagen wir einfach mal Monaco oder auch USA, solche Geschichten. Deswegen kann ich komplett nachvollziehen. Klar, man muss auch da sagen, das sind alles große Themenblöcke, die wir angeschnitten haben. Das heißt also auch hier der Service-Faktor oder generell diese ganzen Geschichten, da kann man viel, viel zu erzählen. Das hat alles sein Pro und sein Contra, aber wir wollen uns darauf fokussieren, wenn du als Trader quasi hier hingehst, zum Thema Netzwerk. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ich persönlich bin ja eher dafür, so dass ich eher mein eigenes Ding mache, eher so ein bisschen mich isoliere vor anderen, aber man muss ganz klar sagen, Dubai ist unfassbar Multikulti und viele Menschen kommen hier hin ohne Familie, vielleicht auch ohne Freunde und wollen sich hier aufbauen. Und diesen Synergieeffekt, den kannst du entsprechend nutzen. Das heißt, in Deutschland hast du vielleicht, dann sitzt du zu Hause und du hast Probleme, dich mit Tradern irgendwie, mit Tradern zu netzwerken. Klar, mittlerweile gibt es Foren. Damals, als ich angefangen habe zu traden, war das noch nicht so groß. Da hast du wallstreetonline.de genutzt und solche Geschichten. Nichtsdestotrotz hier, egal wo du hingehst, du siehst mittlerweile viele, viele Menschen. Ob du das wahrnehmen möchtest, dieses Netzwerk und Austausch, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber du hast die Möglichkeit, was auch bedeutet, du bist halt nicht allein. Du baust dich mit anderen Menschen auf, du siehst, andere Menschen geben auch Gas, das kann dich entsprechend auch motivieren. Aber genau wie David gesagt hat, der schwierigste Schritt ist Punkt 1 überhaupt erstmal diese Koronis aufzubauen, auswandern zu können und zu wollen. Punkt 2, dieses Kapital zu erarbeiten, was wir genannt haben und dann halt hier nicht in diese Blase zu verfallen und zu sagen, jetzt will ich auch den Dubai-Lifestyle leben, sondern dann bist du hier, um dich selber aufs nächste Level zu hieven. Was bedeutet, hier hast du die Möglichkeit, extrem reinzuklotzen. Und ich habe für mich persönlich den krassen Kontrast gemerkt, als ich mal kurz zurück in Deutschland war und gemerkt habe, wie schwierig es da teilweise ist, sich selber richtig krass zu motivieren, weil das Wetter, weil auch das negative Umfeld auf einen drückt. Und das hast du hier nicht. Das ist hier komplett anders. Das sehe ich genauso. Und in dem Sinne haben wir, glaube ich, diesbezüglich schon alle Punkte genannt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Hinterlass uns gerne ein Like, ein Abo, falls du das noch nicht getan hast. Bis zur nächsten Folge in deiner Wall Street Story TV. Ciao, ciao. Bis bald.